Fresh Food Runner, Alimentarium, Kobold Games, Pädagogische Hochschule Schweiz. Ja, hier sind wir bei Fresh Food Runner. Warte, ich gucke mal ganz kurz hier. Ja, ich glaube, Musik ist an. Das hier ist mein erster kleiner Test und wiederum ein Swissmade-Game. Ne, das hatten wir schon lange nicht mehr. Denn wir testen heute was ganz Besonderes, nämlich ein Mobile-Game. Deswegen auch hier und da auf der anderen Seite drüben irgendwo, ne, da drüben ist auch noch Farbe und so. Also das ist heute mal so ein kleines neues Testkonzept. Und ich versuche jetzt mal, ob ich hier mit meinem Tablet, ne, hier dieses Spiel aufnehmen kann und euch dies ein bisschen zeigen. Es ist wahrscheinlich eher ein Review oder so. Es ist jetzt nicht ein Let's Play, wo ich hier das ganze Spiel spiele. Weil, wie gesagt, es ist ein Mobile Game und Mobile Games sind meistens endlos. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier ist, aber spielt ja auch keine Rolle. So, das hier ist von den lieben Typen von Kobold Games. Ein sehr cooles Entwicklerstudio aus der Schweiz. Vielleicht kennt ihr auch Spiele von denen. mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Doof, egal. Auf jeden Fall, die Typen machen, wie gesagt, auch Mobile Games und wir gucken uns jetzt Fresh Food Runner an. Fresh Food Runner soll, so viel ich weiß, ein Spiel sein, wo man so ein bisschen lernt, was so, welche Saison hat, ne, wann man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Gurke kaufen soll oder wann Tomaten bei uns wachsen oder so, so in die Stile. Viel mehr weiß ich dazu nicht. Ich habe das nur mal so ganz kurz von den Entwicklern gehört. Ja, ich hatte Mailkontakt, auch im Zusammenhang mit meiner Vertiefungsarbeit. Ne? Die schon länger hier so dabei sind, wissen, warum und wieso. Aber ich will gar nicht lange quatschen. Wir haben hier noch die Möglichkeit. Ich gucke halt eher ein bisschen runter, weil mein Tablet ist hier. Ne? Scheiße, Werbung gemacht. Es ist nicht ein neues Tablet. Es ist keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, welches es ist, aber es ist nicht das Neueste oder so. Auf jeden Fall, wir können hier noch das Geschlecht wechseln, wie man sieht, hier der männliche und hier der weibliche. Oder die weibliche. Wir nehmen natürlich männlich. Naja, so, was haben wir da eigentlich? Was haben wir da? Ach so, ist das, ach so, da sieht man ja jetzt direkt, was wann so ist, oder wie? Also, das können wir anscheinend alles freischalten. Weiß gar nicht, sieht man, wo ich meinen Finger habe? Nö. Ah. Niemand sieht meinen Finger. Okay, hier kann man auf jeden Fall anscheinend schon mal gucken, was dann wann so, ne? Im Handel ist, obwohl das stimmt natürlich nicht, weil viele packen ja die Sachen, naja, kommen dann aus dem Ausland und so. Aber wenn man ein bisschen sein Land unterstützen möchte und auch so ein bisschen, hallo? Hier so, ne, bisschen umweltschonend sich ernähren möchte, kann man das hier mit ein bisschen lernen. So, aber jetzt fertig geschnackt, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Hier wird es nochmal erklärt. Sammle saisonale Früchte und Gemüse, um Energie zu bekommen. Okay. Hier haben wir Kartoffski, Apfel und hier Kürbis, ne? Kürbisse. Achtung, importierte Lebensmittel verringern deine Energie. Oho, das ist aber gemein. Wenn du keine Energie mehr hast, ist das Spiel zu Ende. Eieiei, ich werde hier wahrscheinlich schon mal richtig ablosen, aber es geht ja mehr darum, das Spiel zu zeigen. Und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. So, also Kartoffel, Apfel und Kürbisse. Ich kann mir das eh nicht merken. Wechsel die Spur mit einer Wischgeste. Aua. So, okay, Alter, das ist, achte auf die Erntezeiten. Kartoffeln. Aha. Kürbisse. Ja, wir haben ja November. Kürbisse.
Mais. Das ist aber Oktober. Aha, ja. Achte auf die Erntezeiten. Paprika. Paprika ist nicht dabei. Trauben auch nicht. Okay, Alter. Bin jetzt schon überfordert. Ach so. Wird das uns angezeigt, was wir nehmen müssen? Oh, jetzt hatte ich gerade... Ach ja. Ah, super. Super. Wir müssen das uns... Ach so. Wir laufen also... Ich kann einfach gerade bleiben. Das finde ich ganz gut. Das finde ich aber cool, wenn es schön angezeigt wird. Grün. Alter, es leckt ein bisschen. So, rüber, rüber. Eieiei, was ist denn hier los? Was geht los da rein? Okay, das scheint jetzt noch, ist es ein bisschen einfach. Aber ich glaube, das wird sich noch sehr, sehr ändern. Habe ich so. Oh, falsch. Nein, rüber. Habe ich so das Gefühl. Okay, lalalala. Weg. Das war knapp. So, hä? Was? Das war doch... Oh. Okay, das haben wir verkackt. Neue Punktezahl 11. Boah. Da haben wir aber Gas gegeben. So, komm, wir probieren es gleich nochmal. Ach so, wir laufen ja durch die Jahreszeiten. Oh, verstehe. Oh, geh schon rüber. Hey, nicht in die Mauer. Was? Was ist das? Oh. Das war gut. Neue Punktezahl 62. Warum das denn? Können wir da einfach weitermachen? Nee. Oder doch? Ah, es leckt ein bisschen manchmal. Frisch. Warum habe ich denn hier immer diese Mikrolecks? Liegt das an meinem Tablet? Ich weiß es nicht. Rüber! Nein! Ich bin im Stress. Ich bin doch ein alter Mann. Zum Glück bin ich ein alter Mann. Das geht mich alles. Oh je. Nichts mehr an. Hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Achtung. Nein! Oh, ich hab gewischt. So. Wir machen noch ein bisschen. Komm. Wir wollen ja das Spiel ein bisschen zeigen. Irgendwie will der nicht so, wie ich wische. Wisch. So, okay, wir probieren es natürlich noch. Hä? War das denn? Da war ja nichts. Da war... Jetzt fange ich schon an wie, naja, andere Leute. Okay, Karotten sind immer gut. Spinat ist aktuell eigentlich nicht so, ne? Aber, ja, wir kriegen jetzt hier natürlich alle Sachen angezeigt, aber der rennt auch, wenn wir nicht rennen, ne? wir müssen natürlich, oh, jetzt, zum Glück hat der Wisch nicht funktioniert. Oh, ich wollte gerade rüber wischen. So, wir können gerade schön ein bisschen gerade bleiben. Das finde ich... Alter, ich muss hier echt krass aufs Tablet, also hier nur auf dem Bildschirm wischen, damit der überhaupt rüber geht. Das liegt aber natürlich am Tablet und nicht am Spiel, denke ich. Da habe ich halt einfach... komm! Wir machen Hardcore! Ja, komm, Highscore, rüber! Geh doch rüber! Okay, hier gehe ich jetzt nicht. Aber jetzt! Hallo? Nein! Eieiei, das war knapp. Alter, ich... Okay, ich glaube, das liegt tatsächlich an meinem Tablet. So. Aber ich finde, für diesen ersten kleinen Test war das ganz gut. Elementarium! Ja, wie gesagt, von Kobold Games. Ihr findet das Spiel im App Store. Ich weiß nicht, ob es für Android auch gibt. Müsst ihr gucken. Guckst du. So, da sind wir wieder auf dem Bildschirm. Ja, ich finde, ein ziemlich gutes Spiel. Man kann, wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, kann man da sehr, sehr gut lernen, was man so an Gemüse holen kann, in welcher Jahreszeit. Finde ich sehr cool.
Wahrscheinlich macht das nicht jedem Spaß, der jetzt hier irgendwie einen riesen Candy Crush Saga oder so einen Scheiß sucht. Aber ich finde, das ist ein Spiel, was noch ein bisschen das Gehirn fördert und finde ich gut. Super. Super gemacht, Kobold Games. Dankeschön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Mobile Game. Wer weiß? Wer weiß? Bis dann. Euer Achilles. Tschüss. Thank you.